Nee, das war nicht beabsichtigt. Ich glaube, ich weiß, wo das getriggert war.
Okay, und da sind wir wieder bei Dark Souls, wieso dieses Mal bei Dark Souls 2. Es wird Zeit, dass Undines Abenteuer weitergeht. Ich muss mal gerade kurz gucken. Ja, Auflösung stimmt. Ich habe da vorhin... Weil der Text sieht irgendwie so ein bisschen so unscharf aus. Also irgendwie deswegen dachte ich, die Auflösung wäre irgendwie falsch. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Das Intro trifft halt null auf uns zu, aber okay, damit können wir leben. Hi FFVD, willkommen zum Stream. Und
Und ich sehe, du hast deinen Sub verlängert. Nice, danke. Siebzehn Monate einfach schon. Das ist so krass. Seems to be the ruckus. Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear. Didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the curse. What is your name? Bei mir ist es tatsächlich so, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich tatsächlich ziemlich lange überlegt, wie ich meinen Charakter nenne. Es passt irgendwie mega gut dazu, dass der Charakter halt selber nicht mehr weiß, wie er heißt. Hallo? Ja, ich möchte gerne... Okay, jetzt. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. So, Klasse. Oh, was hatte ich genommen? Krieger oder Ritter? Ich glaube... Ich hatte Ritter genommen. Also, geplant. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen überlegt, wie man es geschicklichsten weitermacht. Kürbis macht, finde ich, am meisten Sinn. Ich meine, Homeward Bone ist ein Witz. Healing Wares ist an sich okay. Aber ich habe das Gefühl, die Bonfire-Kürbisse werden... noch, hallo, ich möchte gerne zum und Complete Creation, nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht die Creation completen, ich möchte den Körper, so. So, Undyne ist muskulös. Aber ansonsten nicht relativ schmal. Haben wir aber anscheinend nicht. Nein, das ist es schon mal nicht. Ja, ich glaube, das hat... bessere Proportionen. So, Gesicht.
glaube, hell ist vielleicht am besten als Grundfarbe. So viele Frisuren haben wir auch nicht zur Auswahl. Haarfarbe ist natürlich. Geht's noch ein bisschen dunkler? Ja, das sieht okay aus. Ja, wobei. Ja, das ist okay. Augenbrauen. Boah, so wie ich jetzt Andeins Augenbrauen im Kopf hätte. Was? Jetzt brauche ich mal kurz ein Bild von ihr. Jo, Andein hat einfach keine. Augenfarbe ist. Das Ding ist, je nach, das kommt ja natürlich auch sehr darauf an, wie es ihr geht. Ich glaube, was hat er beim letzten Mal genommen? Ja, kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen. Kriegen wir das ein bisschen weniger bösartig hin? Ich glaube, das ist besser. So, Tattoos haben wir nicht. Das ist auch fürs Tattoo, glaube ich. Ist schon relativ maskulin vom Körperbau her. Das Ding ist, ich sehe jetzt halt. What the fuck? Genau, macht dann das mal schön wieder rückgängig. Dark Bright. Ja. Nein. Gehen so weit ins Blau, wie es geht. Das ist neutral. Ja, das sieht sogar gut aus. Kriegen wir nur diesen Rotstich irgendwie aus ihrer Fresse? Face, aber okay, wie kriegen wir das denn da raus? Eye Color, Eyebrow Color. So, Overall 2, Cheek Color, da ist es. Ja, also ich muss sagen, mit dem Dark Souls 2 Charakter jeder komme ich schon wesentlich besser klar als mit dem vom ersten Teil. Shape relative to nose size? What? Also ich glaube, so ins Detail gehen müssen wir nicht. Augenbrauen haben wir nicht. Augen. Man kann sich hier austoben, wie man sieht.
Ich meine, die Nase müssen wir vielleicht noch ein bisschen... Kriegen wir die Nase ein... Kriegen wir die Nase vielleicht ein bisschen dezenter? Nein, so machen wir gerade nur das ganze Gesicht kleiner. Ich glaube, das ist besser. Das Ding ist, jetzt zieht die Nase dabei so nach unten. Das macht gerade... Doch. Das hat jetzt minimalen Unterschied gemacht. Ja, ich glaube, das ist okay. Das ist gerade so ein bisschen Uncanny Valley hier. Lippenstift, warte, Light Blue. Okay, das sieht aber dann sehr künstlich aus. Aber vielleicht kriegen wir es gerade so, dass es... Das kein Rot da ist. Ja, gerade so. Ich meine, der Charaktereditor ist halt wirklich gemacht für Menschen oder menschenähnliche Charaktere. So, ich denke, das ist okay. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Voll die Meta-Ankündigung, aber es ist halt einfach wahr. Sieht sogar echt annehmbar aus. Okay, das Gesicht glänzt. Okay, das lag nur am Blumen. Okay. Oh, ich muss wieder in die Steuerung reinkommen. Warte, hier gab's doch... Da war doch dieser eine Wagen. Da konnte man doch, meine ich... Genau, hier gab's Sachen. Genau, da gab's nämlich die erste Fackel.
Aber wir überspringen das Tutorial einfach, weil es nicht wirklich einen Grund gibt, es zu machen. Also eins muss man sagen, ich finde Majula ist einfach eine richtig coole Hub-Welt. So, wir können leveln, aber wir haben noch keine Sachen dafür. Wo ist hier? Einmal Estus ausrüsten. And in Dran Lake these days, there are very few places like that. Sieht ziemlich zerstört aus, aber nicht normal. Ich meine, ja, es ist relativ hell hier. So, wo ist der Schmied? Da. Er ist unser erstes Ziel. Wir brauchen den Schlüssel für, weil er wird uns unseren ersten Speer verkaufen. So, ich weiß gerade nicht auswendig, was es in Majula alles gibt. Was? Ach so, die... Ja, die sitzt ja an der Wand. Stimmt. Ich will aber einfach nur die Items. Wow, ein Life Gem. Worth it. Homeward Bones, da sage ich nicht nein zu. So, das Allerwichtigste. Zweiter Estus-Flakon. Okay, untote Schweine. Als ob ich mich jetzt von den Viechern hier töten lassen muss. Aber sie sind sogar schlau genug, um das Loch rumzulaufen. So, wären meine Hitboxen nicht gerade absolut scheiße. Wobei das auch am...
daran liegen könnte, dass ich jetzt gerade zweihändig arbeite. Hallo. Ja, okay, also ich überspringe jetzt die Dialoge von den einzelnen Typen. So, erste Order würde ich sagen ist, wie hieß das Ding nochmal? Forest of Fallen Giants mit dem Turm, weil da ist auch der Schlüssel. Wir werden tatsächlich, ich werde es ja wahrscheinlich Last Giant zuerst machen. Aber wir werden tatsächlich über Heights, Tower of Flame und No Man's Wharf in Lost Pastille reinkommen. Wir brauchen sowieso die Seele des alten Drachentöters für den Drachentöter-Speer später, deswegen gehen wir einfach erstmal den Weg. Das und ich will Pursuer bei der ersten Gelegenheit töten. Und dafür möchte ich gerne noch ein bisschen stärker sein. Oh. Alles klar. Ich hatte verdrängt, dass es da reinging. Obwohl ich weiß gerade nicht mehr, wie lange es her ist, aber ich glaube bestimmt ein Jahr bestimmt, seit ich das Spiel durch habe. Dann habe ich lange Pause gemacht und dann war Dark Souls 3 dran. Was jetzt glaube ich auch schon wieder ein halbes Jahr her ist. Das heißt, unsere schöne blaue Hautfarbe ist natürlich dann schon wieder weg. Nein, du sollst doch... Ich bin doch gesprungen. Oder ich wollte springen. Das war, ist doch auf Doppel-B, oder nicht? Nee, warte, Doppel-B war im ersten Teil, ne? Moment. Ja, springen war hier auf dem Stick, ja. Stimmt, das war der große Sprung von Dark Souls 1 zu Dark Souls 2. Ich meine, ich glaube, es gibt zwar die Option, dass man die Dark Souls 1 Steuerung wieder hat, aber ich fand das an sich sogar besser. Nur hat halt Dark Souls 1, glaube ich, nicht diese Option. So, das müsste aber dann funktionieren. So, Ogre möchte ich mich noch nicht mit befassen.
Wow. Ach, du bist ja auch noch hier. So, jetzt kommt der Dude. So, hier ist es wichtig, dass wir nur einen gleichzeitig pullen. Und da oben ist halt einer, der Feuerbomben wirft. Ach stimmt, hier konnte man ja sogar Leitern mit B runterrutschen. Wo ich in Dark Souls 1 eher ewig nicht wusste, wie das geht. Und wir können sie auch schneller hochklettern, was schon mal gut ist. Ein Kurzschwert. Wurfmesser. Gut. So, der ist tot. Aua. Ah, es ist alles so teuer, was Ausdauer angeht. Ja, theoretisch müsste ich das hier nicht machen, aber ich will die Items, die hier liegen.
Ah, ich wusste doch, dass hier einer war. So, wir können auch die Wurfmesser, die wir kriegen, direkt nutzen. Da ist was. Okay, Bolzen. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. So, da ist ein Bogenschütze. Ich glaube, an den, genau da drüben ist einer, an dem wir nicht drankommen. Moment. Ah, ich glaube, das ist hier schon der... Ich glaube, das Geräusch war von dem Riesenbaum, weil wir, glaube ich, ganz in der Nähe von einem sind. Wo wir dann am Ende hin müssen. So, wir wollen... den Schlüssel... 300 für einen Live-Jam, bist du wahnsinnig, Girl? Aua. So, wie kam man nochmal darüber? Ich glaube, man musste den Weg hier unten lang und dann konnte man nämlich hier eine Abkürzung freischalten. Irgendwie so war das. Wir reisen aber nochmal kurz nach Majula, um den Schlüssel abzugeben, dass wir beim nächsten Mal direkt den Speer kaufen können. Ich glaube, der kostet auch seine 1000 Seelen und wir können ihn, glaube ich, auch noch nicht verwenden, weil wir nicht die Stats haben. Ja, hab ich doch. Ach so, ich muss die Tür öffnen. Ich kann ihm nicht den Schlüssel geben, nein, ich muss auch die Tür für ihn aufmachen. Weil das ist zu schwer für ihn sonst.
Wobei, warte, nee, hier ging es ja auch rauf, genau, das können wir auch noch erkunden. Ich weiß nicht mehr, was es hier gab. Ich glaube auch nichts mega Wichtiges. Aber es geht. Es wird doch noch extra dunkler, wenn wir hier im Raum sind. Hier, wo irgendwo kommt ein Typ. Ich weiß nur nicht mehr, wo er ist. Oder nee, der erste Raum hatte, glaube ich, keinen Gegner, oder? Pulver. Genau hier war das. Hier konnte man von, nämlich von dem Typen hier. Nur so, um sicher zu gehen, dass das kein Mimik ist. Small White Sign Soapstone. Divine Blessing. Was? Aua. Estus, aber ganz schnell bitte. Die einfach alle hier auf dem Boden liegen und darauf warten, dass jemand kommt. It's locked, aber ich glaube, das ist eine Holztür. Die kriegen wir kaputt, oder? Okay, nee, die ist verstärkt. Die kriegen wir nicht kaputt. Die mussten wir von der anderen Seite aus öffnen. So, hier rauf. So, hier war es gefährlich wegen der explosiven Fässer. Wir wollen erstmal nur den großen. Das ist okay. Wir sind eh für den Shortcut hier. So, da oben ist die erste Begegnung mit Pursuer und die möchte ich halt auch direkt nutzen, um ihn zu legen. Deswegen machen wir das noch nicht. Dein Ernst? Wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht mehr, ne?
So, bist du noch da? Wirfst du bitte noch die Bombe? Oder wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht mehr, weil die Fässer nicht mehr da sind, oder? Ja. Geil. Ganz wunderprächtig. Also wir können den ganzen Weg wieder zurück. So, die hatten wenigstens ordentliche Angriffsmuster. Aua. Und vor allem taten sie B, wenn sie getroffen haben. Aber dafür gaben sie auch ihre 600 Seelen. Was? Wie, die sind immer noch kaputt. So, dann wirf mal. Echt jetzt? Die sind immer noch kaputt? Gut, dann gehen wir halt. Ich glaube, wir müssen erst das komplette Gebiet neu laden, oder? Na gut, dann holen wir uns erstmal den Speer. Ich muss sagen, dass ich mich auch noch sehr schwerfällig fühle. 40,3%. Ich glaube, ab Dark Souls 2 war es ja, glaube ich, die 40 und die 70% Grenze, oder? So, Spear. 1400, ist doch krank. Titanite Shards bringen uns jetzt noch nicht so viel. So, was brauchten wir nochmal, um den auszurüsten? Mehr Decks. Ja, und dafür brauchen wir noch vier sogar. Und unser Level reicht für ein Level. Okay, also ich will auf jeden Fall den Speer haben, bevor wir den ersten Boss legen.
Da drüben geht's, glaube ich, erstmal nicht wirklich weiter. Deswegen gehen wir erstmal schon mal zu Heights Tower of Flame. Die Steinriesen da geben gut so Seelen. Das heißt, damit können wir dann die ersten paar Level machen. Den Speer ausrüsten und dann machen wir in Lost Bastille weiter. Nicht in Lost Bastille, in Forest of Fallen Giants. Ach Gott. Das Ding ist, da man ja von Anfang an zwischen jedem Lagerfeuer warpen kann, sind die ganzen Bereiche zwischen den Lagerfeuern natürlich nicht so präsent, wie sie es in Dark Souls 1 wären. So, die Seelen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die wert sind. Ich denke mal so 200 pro Stück. So, die Bros hier. Boah, wie ich die hasse. Also, ich finde, die schwarzen Ritter in Dark Souls 1 haben wenigstens sehr lesbare Angriffsmuster. Aber in Dark Souls 2 und 3 bin ich nie dahinter gestiegen, wie man ordentlich... Lidlich pariert. Und von daher mag ich halt die Heide Knights da oder Heide Knights, keine Ahnung, wie sie es aussprechen. Ich gehe mal mit der deutschen Aussprache, weil der Name auf mich irgendwie sehr deutsch wirkt. Deswegen muss ich sagen, mag ich die sehr ungerne im Nahkampf. So, nächstes Level braucht 9. Ja, wir brauchen mal so 4000 Seelen, würde ich sagen. Aber da die alle hier 400 geben. So, hier, wir machen das mit der Arena auf jeden Fall richtig, weil Undyne ist nicht der Typ dafür, den Drachenreiter zu cheesen. Als ob wir schon eine Stunde dran sind. Ich glaube tatsächlich, ja, tatsächlich war Dark Souls 2 auch das Dark Souls-Spiel, wo ich am längsten gebraucht habe, um bis zum ersten Boss zu kommen, weil ich einfach überhaupt erstmal nicht auf das Kampfsystem klar kam.
beziehungsweise auch zum Beispiel auch unterschätzt habe, wie gut Blocken ist. Also ich hätte zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich die Steinritter blocken kann. Weil ich dachte, okay, die sind groß, die sind fett. Die haben mega viel Kraft. So, und noch den einen. Und dann haben wir auch schon eigentlich genug Seelen. Aua. Kein Risiko. Okay, er geht leider in die falsche Richtung, wenn ich, oder sie geht in die falsche Richtung, wenn ich nach einer Rolle angreifen möchte. Sie greift nämlich nach vorne an und ich weiß, dass es in Dark Souls 1 ging, aber vielleicht liegt es auch an der Waffe. Vielleicht geht es mit dem Speer und mit dem Schwert nicht. Aber da ging es, dass ich zur Seite ausgewichen bin und dann in die Richtung, in die ich halt den Stick gehalten habe, angegriffen habe. Attune Spells können wir gerade nicht machen. So. Das Ding hat ein Gewicht von... Wir sehen ja jetzt sowieso, ob es leichter ist. Ne, der Speer ist sogar noch ein bisschen schwerer. Ja, ist okay, wir können das Ding nicht effektiv verwenden. Müssen erst Dex auf 12 bringen. So, wenn wir jetzt zur Seite ausweichen. Ja. Okay, ja, wir können zumindest so einem 100-Grad-Winkel können wir kompensieren. So, Melentia holen wir später, weil 10.000 Seelen wüsste ich jetzt nicht, wofür ich die da ausgeben soll. Ich habe auch das Gefühl, der braucht weniger Ausdauer. Das ist schon mal gut. Hat sie irgendwas, was für uns noch interessant ist? Die Life Gems, Firebomb. Throwing Knife. Ja, das ist gut, das ist sehr gut, aber kostet auch 12.000. Die Dinger, das Ding ist, sie kommt ja später... Warte, wir können ja ihren... Oder müssen wir erst die Sachen kaufen? Wenn wir den Dialog... Ja, okay, jetzt sollte sie nach Majula kommen. So, ich habe schon mal das Gefühl, dass ich beweglicher bin, obwohl das Gewicht eigentlich gestiegen ist. Aber ich glaube, hier in den engen Gängen ist der Speer auf jeden Fall besser. Weil ich nicht mehr ständig mit dem Schwert an irgendwelchen Wänden hängen bleibe. So, die Häuser hier könnte man erkunden, aber gibt es eigentlich gar keinen Grund für. Selbst der Kartendude ist total nutzlos. Also, wenn man nicht gerade ganz bestimmte Sachen vorhat. So, der Schwert hat natürlich eine relativ hohe Reichweite. Und hat seinen Angriff auch relativ schnell vollendet. Okay.
Ich habe noch nicht so ganz raus, welche von den Angriffen Explosion triggern und welche nicht. Ich glaube, sie hat gerade dazu angesetzt, einen Angriff von hinten zu machen und dann abgebrochen. Das ist doch viel eher mein Ding. So, und jetzt bitte hier, weil ich bin nicht jedes Mal an dem Schildkröten-Dude vorbei müssen. Hallo? Kannst du zielen? Ich frage nochmal, kannst du zielen? Dankeschön. So, nächster Halt, Last Giant, würde ich sagen. Wenn ich noch zusammenkriege, wo der war. Okay, mit dem Schild zuhauen zieht mega viel Ausdauer. Ja, da ist er. My journey hither and thither on a sort of... Be careful out there. Oh, yeah. There's treasure in there for certain. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he... The rather brusque fellow tried to swipe the loop. I still have the gent's ring, I do. Ja, ist sowieso so ein bisschen... sus. Nope. Eine Feuerbombe? Da habe ich schon mal 200 Seelen gespart, würde ich sagen. Great Soul Arrow. Ja, bitte. Ich weiß zwar nicht, wann ich einen Katalysator für Zauber bekomme. Oder wo. Aber ich nehme es. Okay, nee, das bringt nichts. War in der Ecke da hinten was? Nein. Okay, da war nichts. Ich meine mich zu erinnern, dass der Trick hier bei dem Raum war, dass es keinen Trick gibt. Okay, zielen kann Undyne auch hier nicht. Winged Spear. Okay, den hätten wir hier auch bekommen. Sogar gleich zweimal. Weil einer einfach nicht reicht. Können wir den schon verwenden? Ne, der braucht noch mehr Geschicklichkeit. Aber wir können uns den ja mal merken. So, ich meine, hier die Richtung wäre Pursuer. Wir wollen aber zum Last Giant. Und der ist, soviel ich weiß, weiter nach unten. Okay, wir haben das. Okay. Blocken kann ich nur halt so nicht. Aber ich glaube, für einzelne Gegner könnt, die jetzt nicht an mich rankommen, ist, glaube ich, einhändig glatt besser. Wow. Und dann gibt's die Dudes hier.
Ja, stimmt, wir können einfach nach hinten gehen. Wenn er nach hinten ausholt, weil er das Zeitfenster hat, dafür genügt. Irgendwelche Kräuter, keine Ahnung, was die tun. So, hier warnt uns nur der Schatten vor ihm hier. Okay, es sind sogar drei von ihnen, Hilfe. Vier. Eine Halberde. Also wir haben... Wobei ich glaube, Halberden zählen als eigener Waffentyp, oder? Okay. Haltbarkeit von dem Ding ist schon wieder am Arsch. Ja, Halberden zählen als eigener Waffentyp. Ah, ich glaube, hier konnte man schon mal eine Abkürzung freischalten. Und zwar hier lang. So, darunter in die Feuergrube wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Oder müssen wir das? Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wo Last Giant war. Ah, okay, wir... Ja, okay, das ist richtig. Ich weiß nicht mehr, wo uns das... Ja, da unten ist Last Giant. Das ist der Ort. So, mal gucken, ob ich es noch drauf habe. Okay, komm aus der Ecke da raus. Okay, ich habe verdrängt, dass er sich den Arm ausreißt.
Ja, ich hatte verdrängt, dass der Last Giant von der Darstellung ja so hardcore war. Au. Und first try. Ich meine, er ist nicht schwer, aber wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat, dann ist es natürlich schon ein Sprung. So, das Ding ist, wofür geben wir die Seelen aus? Eigentlich macht es am meisten Sinn, die 10.000 bei Melentia voll zu machen und vor allem halt auch den ersten Branch of YOLO zu holen. Damit wir halt den Silberring bekommen mit den zusätzlichen Seelen. Weil dann sind alle weiteren Bosskämpfe halt auch natürlich mehr wert. Bei der Gelegenheit will ich aber auch noch den Ring holen, der Stone Ring, der einem zusätzlich Poise gibt. Nicht Poise gibt, der meinen Angriffen Poise Damage gibt, so rum, dass man leichter Gegner staggert. Den Ring habe ich tatsächlich damals nie bekommen, weil ich den Ogre, der ihn droppt, getötet habe. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den Ring nicht aufgesammelt oder er ist nicht richtig gedroppt aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich den Ring dann nie. So, Brightbug. Kann man auch schön, gibt es einen schönen Bug, den man da ausnutzen kann, glaube ich. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie. Und ich möchte auch eigentlich ungern drauf zurückgreifen. Ich meine, das mit dem Quantity Use in Dark Souls 1, das war halt ein Story-Ding für Undyne speziell. Komm, den holen wir. Dann reden wir mit ihr. Sogar direkt die Plus-1-Version. So. Unser erster Ring. So, Things Betwixt. So, blocken macht gegen den Ogre halt gar keinen Sinn. So, mal sehen, ob ich das hinkriege. Okay. Wir haben eindeutig zu wenig Ausdauer, das ist das Problem. Aha. Trinken. Stimmt, wir kriegen schon 20% von dem Ring. Das ist schon mal definitiv nice to have. Und Stone Ring. Additional Reduction of Enemy Poise. Ich bin mal gespannt, was der uns bringt.
Dann wäre der nächste Schritt Heiztower. Was ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ist, wo die ganzen Estus-Splitter und so sind. Ich weiß, dass hier auf dem Weg zu Norman's Wharf eins von dem von diesen Knochendingern ist, das unsere Estus-Flaschen stärker macht, aber ich weiß gerade nicht, wo die Shards alle sind. Cracked Blue Eye Orb. Ja, super. Stimmt, ich wollte ja erstmal noch gucken, ob wir den Speer upgraden können. Ich weiß gerade nur nicht, wie viel Titanit das braucht. Schauen wir mal kurz bei Lenigrast. Reinforce. Titanite Shard. Einer. Aber ich glaube, das nächste Upgrade kostet dann direkt schon zwei, oder? Nein, ich mich. Jo. Und das können wir uns dann auch schon nicht mehr leisten. Ich meine, theoretisch könnten wir die Seelen investieren, die wir gesammelt haben. Damit müsste es hinhauen. Ja, dann können wir ihn zumindest auf eine plus 2 machen. Und damit haben wir schon mal 21 Schaden mehr auf unserem Speer. Wir gucken nochmal gerade, was in den Häusern ist. Von Dings. Ach. Von Majula zu Majula reisen bringt natürlich auch total viel. Ich glaube. Nee, das war ein Fragrant Branch, oder? Es gibt ja hier in der Ecke. Das macht Rhymefire ja immer ganz oft. Das war jetzt total schlecht. Das macht er ja ganz gerne, wenn er von da unten, wenn er da unten ist, dass er da rüberspringt. Genau, da wo das Blaue leuchtet. Stimmt, hier liegt ja auch noch Zeug. Na, wir erkunden das noch gerade schnell. In der Hoffnung, dass hier dafür irgendwas Sinnvolles ist. Schon wieder auf den Typen reingefallen. Boah, ist das nicht diese Geschichte, wo man sich komplett ausziehen soll und dann diesen Sprung perfekt hinkriegen muss? Human Effigy. Aua. Ja, so viel zum Thema Überraschungsmoment auf dem Typen da. Unser Estus heilt uns auch so gut wie gar nicht gefühlt.
So, da ist ein Feuerschwert, aber das können wir nicht verwenden, also von daher holen wir es auch nicht. Oh, warte, das ist so ein Dude. Okay, das war dafür schlecht. Lifegem, sage ich nicht nein zu, ist aber eigentlich eher unterwältigend. Also den Sprung konnte man auf jeden Fall schaffen, aber ich glaube, man sollte da legitim erst später hin. Weil ich sehe dann nämlich, ja, da kommen wir später hin, wenn wir den King's Ring haben. So, aber die eigentlichen Häuser, die ich meinte, waren die... Nicht das. Sondern die, wo ich gerade gesagt habe, die sinnlos sind. Ah, okay, ja, wir konnten hier runter. Aber wir können den Typen schon vorher töten.
So, ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo ich hier lang kann und wo nicht. Vor allem fände ich es cool, wenn ich nicht von allen Seiten beschossen werden würde. Da unten ist ein Typ, aber ich glaube, da unten ist nichts, was wir haben wollen. Human Effigy, das ist okay. Das Ding nur einmal. Oh, I'm sorry. I was just... My name is Kale. I'm navigating the... Why can't... Well, when I first... It was... But I do know one thing for certain. I came to this land some time ago. Drangling. Have you seen Majula? I've made it my temporary home. Well, inside the mansion, I found... I believe. Now I'm... Yes. Wait. Then what? Were you looking wonderful? Shame. Here. Take... What a ju... Ah, stimmt, wir kriegen den... I would not vent... Ja, stimmt, wir bekamen den Hausschlüssel. Stimmt, das hatte ich ganz verdrängt. So, einmal reisen und einmal trinken. Wer Sieg lässt, natürlich. Ja, Endurance. Deswegen, jetzt kriegen wir noch relativ viel für Gesundheit dazu. Ich möchte aber auch möglichst bald gerne meinen ersten Slot haben für Zauber. Wir haben aber auch nur 3 Int, das ist natürlich sehr ungünstig. Also bei der ersten Gelegenheit werde ich ein bisschen Level grinden müssen. Reinforce ist, glaube ich, es geht nur bis plus 3, ne? Wie viel gibt eine? 200. Das müsste ja dann genau hinhauen.
Das Ding ist, wir können ja auch eigentlich die Seelen... Ich meine, ich weiß ja sowieso, welche Waffen ich haben will. Das heißt, ich kann auch die Boss-Seelen eintauschen. So, und jetzt wieder Large Titanite haben. Ach stimmt, und hier ist ja theoretisch noch der Typ. Den ja viele gerne töten für sein Set. Ich meine, das sind, glaube ich, auch nochmal 20 oder 25% mehr Seelen. Titanite Shard. Ja, super. Den einen hätte ich gar nicht... Den einen hätte ich gar nicht kaufen müssen. Pharos Lockstone, da sage ich auch nicht nein zu. Warte, ging es hier nicht auch irgendwo rauf? Hier ging es doch auch rauf, oder nicht? Genau, da ist die Karte. Ah, genau, da sollten wir nicht runtergehen. So, hier... gab es nichts zu entdecken. Ich meine, da war eine Kiste. Titanite Shard. Ganz ehrlich? So viel zum Thema, es bringt nichts, mit Kale zu sprechen. Ich meine, das sind gerade 3200 Seelen, die ich umsonst ausgegeben habe. Und jetzt am Anfang hätte das halt noch gut reingehauen. Stimmt, ich habe vorher nicht gelevelt. Ich habe ja doch extra die Waffe aufgerüstet. So, ich weiß noch nicht mehr, was hier unten zu finden war. Außer Skeletten. Ja, die auch definitiv gerade ein bisschen zu heavy sind für mich. So, Hals Tower of Flame wäre auf jeden Fall schon mal deshalb wichtig, dass wir den Kling Ring bekommen.
Gefühlt macht's noch keinen so großen Unterschied mit der aufgerüsteten Waffe. So, hier ist das Gefährliche, die Dudes, das Ding ist, die muss man eigentlich einzeln bekämpfen. Aua. Ja, das war eher mäßig erfolgreich. Das Ding ist, kann ich riskieren? Ich will erst die Seelen ablegen. Kann ich riskieren, da durchzurennen? Das Ding ist, ich glaube, wenn ich den Drachenreiter töte, dann werden ja die Heiden als aggressiv. Wobei das halt auch egal ist, weil den Drachentöter kann ich auch später töten. Vitalität könnte sich auch lohnen. Wie sieht mein Equip Load gerade aus? 46,8%. Und wir haben auch nicht mal eine ordentliche Rüstung. Moment. Einmal kurz rechnen. Wie viel Equip Load bräuchte ich, damit ich da unter die 40% komme? ...27,9... ...57. Das ist auch nicht realistisch. Ja, da bin ich nämlich schon wieder viel, viel schneller mit. Aber wir können nicht wieder wie im ersten Dark Souls Run einfach die ganze Zeit nackt rumrennen. Ich meine, wir können auf die Handschuhe verzichten. Okay, mit 40 hat man anscheinend sogar wirklich schon die Fast Roll. Oder war es nicht so gar so, dass Dark Souls 2 da relativ fluid war? Moment. Bear seek, seek less, so ging es. So, ein bisschen mehr Gesundheit.
Und jetzt sieht man auch einfach, was für dünne Ärmchen Undyne in diesem Zustand hat. So, jetzt er. So, wenn wir jetzt hier an den Dudes vorbeilaufen. So, der Klingring wurde ja leider bewacht. So, lauft ihr ins Wasser? Oh, warte, ihr kommt hier rüber. Okay, Flucht nach vorn. Ich habe nicht die gesamte... Okay, einer von denen ist gerade verreckt. Ich habe nicht die gesamte Arena aktiviert, oder? Okay, aus der Rolle machen wir einen Angriff nach vorne. Okay, das war gerade RIP, aber das kriegen wir hin. Wir aktivieren auch mal die komplette Arena, weil ich glaube, der andere Schalter liegt auf dem Weg. So, wenn wir eine Human Effigy verwenden, werden wir nicht geheilt, richtig? Nee, werden wir nicht. Okay.
So. Wir farmen ihn mal gerade ab, weil dann spawnt er nicht mehr nach. Okay, mit zweiten macht das trotzdem, glaube ich, mehr Sinn. So, ich will die Seelen nicht verlieren, die da vorne liegen. Heißt, wir gehen lieber einmal zu oft zum Lagerfeuer. Ist ja so ein einzigartiges Feature von Dark Souls 2, dass nach 12 Kills die Gegner verschwinden. Finden viele nicht gut, aber erstens ist es optional. Man kann den extra Hard Mode aktivieren. Und ich finde, es ist für etwas schwächere Spieler halt ein kleiner Trost zu wissen, dass wenn sie halt sich reinhängen, irgendwann das Spiel halt auch ein bisschen nachgibt. Also zumindest wenn du halt auf dem Weg immer schön brav die Gegner mittötest. Und das Ermutigen hilft natürlich auch nochmal dabei, dass der Spieler mehr Seelen sammelt. Hailstone. Ach, das war, glaube ich, um Infusionen zu entfernen. Okay, wir können ein Phantom beschwören, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht. Aua. Ich bin doch voll ausgewichen, verdammt.
Au. Ich merke auch, ich dodge in die falsche Richtungen, weil ich in den Angriff rollen muss. Na also. Knapper als es sein sollte, aber hey. So, hier ist Scam Girl. Are you from these? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to cop, but the cost of it. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. I fear that by now, they... Why did I... Do I need any other... My preceptor always said, and so... Sometimes... It... And being out here all alone, I expected this cathedral to be, without any goings on, to a place, sorry, help the gullible, by teaching... Ja, okay, ja. Sie ist Scam Girl, aber ich töte sie nicht, weil es halt... Undyne hätte keinen Grund dazu. Ich glaube auch nicht, dass Undyne sie durchschauen würde. Wie ist es mit den anderen Speeren? Die sind schwerer. Ja, vor allem... Ja, das ist noch mehr in Richtung Deck-Scaling. Mal ganz kurz gucken. Also 18 Decks brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen ja sowieso für den. Wir brauchen 25 Decks für den Drachentöter-Speer. Das heißt, wir könnten mal ausprobieren, was uns der Winged Spear bringt. Und würden trotzdem keine Level verschwenden. Anpassungsfähigkeit ist auch so ein Ding. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was Agility brachte. Also, welche Thresholds es da gab. Ja. 88 bringt uns ein extra Iframe. So, jetzt lass uns mal kurz schauen. Okay, der hat wieder... Sie hat... Okay, sie haben auf jeden Fall wieder zwei verschiedene Angriffsmuster. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Weil der hier ist eigentlich flexibel genug.
Aber wir können zumindest mal den Scam mal eben aktivieren. Müssen wir jetzt natürlich nur einmal machen, da wir ja warpen können. Wenn man nicht von Anfang an warpen könnte, dann wäre es natürlich auch etwas, worüber man nachdenken muss mit den 2500 Seelen. Oh, es sind sogar nur 2000 Seelen. Immer noch ein Scam. So, trinken ist wichtig. Es ist warm. Wir sind einfach auch schon 2 Stunden dran. Gefühlt haben wir noch nichts geschafft. Wir haben zwar 2 Bosse gelegt, aber trotzdem. Ja, okay, du redest nicht mit mir. So, lass mich raten. Jetzt sind, glaube ich, die Ritter aggro auf mich. Ja. Also irgendwie funktioniert das mit dem Ausweichen gerade nicht so gut. Warum macht sie immer so komische Moves im Moment? Warum versucht sie die ganze Zeit Guardbreaks? So, hier war, glaube ich, dieser Sublime Bone Dust. Genau, das war es im zweiten Teil. Im dritten Teil war es die... einfach nur die Knochen. Oder war es umgekehrt? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Hier oder auf der anderen Seite? Okay, ich glaube, das ist der Aufzug, der mich nach No Man's Wharf führt. Human Effigy, sage ich nicht nein zu. Seelen. Eine halbe Erde, okay.
Ja, es mit der Preuß bringt ein bisschen was. ...1500 Seelen, okay. Ja, hier war... ...das Ding drin. Sublime Bone Dust, das ist schon mal sehr gut. Weil Estus ist ja im Moment komplett für den Arsch. Ich meine, es hilft auch nicht, dass wir nur zwei Flaschen haben. Ich bin mir sicher, wir könnten auch schon mehr haben. Ja, wir könnten auf jeden Fall schon einen weiteren in Majula gefunden haben. Das heißt, den holen wir auch gleich. Messer. Die Dinger sind wirklich in jedem Spiel, wo sie vorkommen, die Geißel meiner Existenz. Und vor allem jetzt könnte man, wenn ich nicht wüsste, dass das Ding tot ist, könnte ich es dir auch nicht sagen. Okay, hier geht's rauf, aber dafür braucht man den Fragrant Branch of YOLO. Und den einen, den ich habe, möchte ich eigentlich nicht verschwenden. Wird es schon Zeit für den Pursuer-Kampf? Ich will ihn halt wirklich beim ersten Mal schaffen. Aber da ist halt auch so ein Estus-Ding. Ist das wie im ersten Teil, dass der starke Angriff gegen die Skelette voll gut ist? Ja. Human Effigy. Warte, hier gibt es... Hier können wir Fackeln benutzen. Das tun wir einfach mal. Wir müssen nur den Weg rausfinden. Wenn ich eine Fackel entzünden will, das konnte man doch... Ah, genau, so. Ich würde schon sagen, man musste wechseln.
Das war die Kiste mit den besonderen Items. Okay, damit können wir reskillen. Okay, es ist echt nur das eine Skelett hier. So, gibt es noch irgendeinen Estus-Shard, wo wir schon rankommen? Lost Bastille kommen wir noch nicht hin. Ja, da, wo wir den Fragrant Branch of Yore verwenden konnten, wäre einer. Wir bekämen auch in No Man's Wharf wieder einen neuen. Mir ist halt nur wichtig, dass wir einen halt immer haben, wenn wir dann in Shaded Woods wollen. Was wir relativ früh wollen, wegen Ornifex. Von ihr kriegen wir ja dann den Drachentöter-Speer, wenn wir sie befreit haben. Hier. So. Der ist leider feindselig. Für ihn ist das ein Leider. Ah, okay. Wer warst du nochmal? Auf jeden Fall hast du nicht so viel Gesundheit, wie deine Größe vermuten lassen würde. Ist hier noch was? Knight Armor. Wie sieht die aus? Ja, es steht ihr. Moment, da oben ging es doch noch in die andere Richtung. So, mit 4 Estus und auch noch dem Upgrade ist das, denke ich, schon mal wesentlich machbarer. Da wir halt einfach viel besser unsere Fehler korrigieren können. Ich will gucken, dass wir auch unseren ersten Zauberslot kriegen und dann Intelligenz ein bisschen hochleveln.
Ja, es ist ein... Es ist ein Shard, danke. Bitte. So, einmal kurz eincashen. Nein, ich will alle drei, bitte. Nein, ich möchte das nicht wegschmeißen, ich möchte benutzen. Auf 10. Und uns auf 6. Das gibt uns halt ein bisschen Resistenz gegen Feuer, Magie, Dark. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, damit der Magietyp überhaupt mit mir redet. Ich glaube, es waren 8 oder 10. Moment, ich gehe mit Fackel, weil ich glaube, es gibt ein paar Stellen, wo wir die... Nein! Lass mich doch einfach die Fackel entzünden! Es gibt ein paar Stellen, wo wir Feuer entzünden können. Womit wir halt uns auch ein bisschen besser orientieren können. Okay, da sind die Dudes. Ah, okay. Die ganze Poise-Geschichte haut noch gut rein. Das ist okay. Bin ich einmal mad. Das war nicht gut gespielt von mir. So. Diesmal lasse ich mich nicht von dem Dude hier irritieren. Ach du Kacke. Oh nein, ich bin gerade mit Pech eingeschmiert. Ich weiß noch nicht, was das alles für Effekte hat. Pech wird nicht von Wasser abgewaschen, oder?
Alte Nightshard. Ich meine, wir könnten den Winged Spear eigentlich schon fast auf plus 3 bringen. So, da oben, das machen wir auch an. Allein schon, dass wir auch wissen, dass wir da gewesen sind. So, Dark Pine Resin. Da ist so ein Wikinger-Typ. So, eine Fackel. Ich glaube, ich habe die immer droppt. Wobei, es kann natürlich sein, dass der gar nicht respawnt. Okay, da geht's weiter. What is it? Ach so, hallo. I don't know. Things are better that way. Normally people. I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east. They say Drang Lake brims with power, and so I came to claim my sh- But what a strange place. You are an odd one. Well, you've made a- I can see that you are mid-journey. I come from Mira. Don't hesitate. You are an odd- Ja, okay, wir können sie dazu holen, das ist schon mal gut. Einer.
Wollte schon sagen, ihr habt Schiss vor der Fackel, ne? Aber habt ihr das auch, wenn ich euch provoziere? Anscheinend ja. Easy Mode. Mit Force. Ich glaube, das ist die Bar, oder? Ah, okay, das habe ich jetzt zerstört. Ich weiß gerade nicht, wie man Mimics in Dark Souls 2 erkennt. So, Reparaturpulver. Ich habe nicht Erinnerung, dass die Haltbarkeit von Waffen so niedrig ist. So, ich glaube, das hier ist der erste Ort, wo wir Garflan finden können, oder? Aber wir können ihn trinken hören. Okay, Pharosstein, ich weiß nicht, was das Ding tut. So, einmal nochmal Jula, einmal leveln. Und dann geht's weiter im Text. Einmal kurz canceln. Wir müssen mal kurz schauen. Soul Arrow braucht 14. Aber das ist Great Soul Arrow. Oh,
Vor allem sollte ich, glaube ich, 9 auch schon reichen, dass der eine Typ mit mir redet. Und ich sage, haha, wie dumm bist du eigentlich? Und wo wir schon mal hier sind, nehmen wir den als Backup-Waffe. Kannst du mal aufhören, so komisch zu springen? Wir müssen auch gucken, dass wir uns von Melentia mit Brightbugs eindecken, weil die werden immer aufgefüllt, wenn wir einen wichtigen Boss töten, aber werden auch jedes Mal teurer. So, Fackel. Ich frage mich, wie es in Minecraft wäre, wenn es einen Mob gäbe, der Angst vor Fackeln hat. So, deine Seelen nehmen wir mit. All your souls are belong to us.
Okay, du hast keine Angst vor Feuer anscheinend? Doch. Okay, aber ihr seid bei weitem nicht so eingeschüchtert von der ganzen Geschichte wie ich. Wie eure Kollegen. Okay. Auch nett, einen Gegner einzuführen, der Angst vor Feuer hat. Und dann zu sagen, fuck you, die haben keine Angst vor Feuer mehr. Au, was war das denn bitte? So, hier rauf, ohne von dem Typen abgemetzelt zu werden am besten. So, diesmal lassen wir uns nicht ins Haus locken. Au.
Ich bin zu gierig. Kann man nicht anders sagen. Vor allem, ich finde es einfach krass, dass der Dude auf die Entfernung mich nicht nur sieht, sondern auch noch sehr zielsicher trifft. Ah, Clown Fleering wird, glaube ich, mein neuer Freund, wenn ich das Ding hole. Ich denke, das versuchen wir zum Abschluss des Streams. Pursuer bei der ersten Begegnung. So, zwei von denen. Oder drei. Ich muss mich gleich definitiv mal mit Wurfmessern und so eindecken. Und Life Crystals. So, ihr interessiert das einfach gar nicht.
Okay, ganz ehrlich, das bringt, glaube ich, nichts, die Fackel extra anzumachen. Wichtig ist vor allem der Hebel. Also das mit dem Schiff ist schon cool. Ah, okay, das ist die Stelle hier. Und was Sinnvolles gebracht hat's auch nicht. Okay, nope. Wo ist die Brücke? Da drüben. Die Brücke ist mein Ziel. Nicht verrecken. So, nicht verreckt. Schanke dönen. Da ist gerade was gelaufen. Ja, da liegst du nicht falsch. Andine ist sehr mächtig. Soul Arrow, Great Soul Arrow. Was haben wir noch? Heavy Soul Arrow. Ja gut, Heavy war ja, glaube ich, das, was nicht gut ist. Shockwave. Soul Spear Barrage. Magic Weapon. Magic Weapon wäre potenziell im Moment sehr nützlich. Clear Blue Stone Ring nehmen wir mal mit. Magic Defense ist uns gerade echt egal. So, einmal seinen Dialog, damit er sich nach Majula bewegt. Okay. Okay, das war kacke. Aber wir haben den Shortcut, das ist gut. Deswegen ist irgendwo ist ein Haus mit den giftigen
Mit diesen giftigen Fässern. Und da ist auch der Estus-Shard drin. Und der Typ hält mich einfach für schlau und sieht dann, wie ich einfach von dem Steg runterrolle. Der dachte sich wahrscheinlich danach auch, ich habe einen Fehler gemacht. Hallo? Okay, Estus. Okay, die Dinger sind mir ehrlich gesagt gerade ohne Fackel ein bisschen zu suspekt. Okay, ich will... Nein! Oh. 10.000 Seelen den Abfluss runter. Gut, jetzt gibt's erst recht keinen Grund, nach Majula zurückzugehen. So, das machen wir einmal an. Hallo, Gavlan. Einfach mal alles mögliche an Shit verkaufen, was wir nicht verwenden.
Ring of Giants increases poise. Ja gut, die Dinger sind geil. Aber auch mega teuer. So, du bist kein Gegner. So ist das das Haus. Ich glaube leider nicht. Fragrant Branch of Yore. Das ist schon mal gut, dass wir das Ding wieder haben. Doch, das ist... Nein? Hä? Aber, hä? Oder ist sie eine geheime... Warte, das sieht nach geheimer... Ich wollte schon sagen, das sieht nach geheimer Wand aus. Und wir hören die Kristallechse hier. Large Titanite Shard. Das heißt, wir können auch unseren Speer direkt upgraden. Na gut, Fading Souls für den Arsch. Life Gem. Royal Soldiers Ring, aber bin ich jetzt total bescheuert? Oder habe ich jetzt gerade nach dem Fragrant Branch of Yore geguckt? Okay. Norman's Wharf hatte keinen eigenen Estus Shard, abgesehen von dem, den wir, für den wir den Branch verwendet haben. Aber den Branch brauchten wir auch, also von daher ist das okay. Einmal nach Majula, einmal upgraden. Können wir nämlich dann unseren Magic Spear auch verwenden. So, Fading Soul sind nur 50. Ja, das reicht auch für ein Level Up. Und so, das reicht dann nämlich für Magic Weapon. Das ist schon mal hilfreich für den nächsten Boss.
Okay, du warst nicht getriggert davon, dass ich an dir vorbeigelaufen bin? Na, Moment, ich hab die... Ich hab das nicht... Ich hab die, den Zauber ja gar nicht ausgerüstet. Und ich sollte auch... Für Bosse möchte ich schon gut aussehen. Magic Weapon kann ich 8-mal verwenden? Krass. So, sie beschwören wir mal, weil wir machen ja auch ihre Quest mehr oder weniger. Wir haben mit ihr gesprochen, also lassen wir uns auch von ihr helfen. Der andere Typ, mit dem hatten wir uns, glaube ich, nie vorher getroffen. Deshalb wollte ich ihn in dem Moment auch nicht da haben. Danke. Könnt ihr mal bitte meine Battle Sis nicht töten? Okay, er konzentriert sich gerade auf sie. Und... Also wir sind ein gutes Team, weil Lucatiel einfach nur da steht, blockt und tankt. Und erledigt. Stonks. Ja, genau hier. Hier kam man nämlich dann zur Kajüte des Kapitäns. Pyromancy Flame.
So, Lost Bastille. Boah, wie kann man denn da nochmal dran? Hier war doch irgendwo ein Lagerfeuer. Was ja mega, genau. Was mega irritierend ist, wenn man von der anderen Seite kommt und dann feststellt, dass es zwei Wege hierhin gibt. Ah, ich glaube, ich weiß. Ja, ich weiß wieder, wie es geht. Man musste auf das Dach vom Aufzug. Noch einmal hoch. Ich weiß nur gerade nicht, wie weit der Weg zum Lost Sinner ist. Von hier aus. Ich weiß nicht, ob wir den heute noch schaffen. Oder die. Also da wäre mir dann Pursuer oder der Dragon Slayer halt wichtiger. Ha! Reparaturpulver. Bin ich nicht abgeneigt? Ah, da ist schon Sinner's Rise. Da drüben ging es dann zu Straight. Okay, ich glaube, Lost Bastille erkunden wir beim nächsten Mal ausgiebig, weil der Ort ist halt schon ein bisschen größer. So, Klingring möchte ich möglichst bald haben, bitte. Dafür brauchen wir aber dann definitiv einen Fernkampfangriff. Ich überlege halt, ob wir gerade lieber die Bright Bugs kaufen. Aber ich habe, wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt Lost Sinner noch aufschieben, ist das okay. Ja, Bear Seek Seek lässt. So, ich bin mal gespannt, was der Zauber jetzt so bringt und wie der reinhaut.
15 Anwendungen haben wir. Okay. Du bist direkt sehr mad. Aber ich merke, mit einem Speer sind sie nicht so scary. Ich meine, das war jetzt ein 2 gegen 1 Duell, aber mit einem Speer geht das voll. Gut, ich habe halt mit meinem ersten Charakter lange Zeit ein Schwert verwendet und bin dann erst sehr, sehr spät zum Pursuer Ultra Great Sword umgestiegen. Es kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich den einen Ring habe, dass ich viel besser durch deren Poise komme. Was mir Sorgen macht, ist der Drache. Ja, der hat. Die haben so komische Angriffsmuster, wirken halb tot, haben aber dann auf einmal voll die schnellen Moves drauf. Das ist es, was ich meine. Schauen wir doch mal, was unsere Zauber gegen diese ausrichten. Okay, ja klar. Ja, ich glaube, noch ein Problem, was ich mit diesen Typen hatte, ist, dass ich auch... Boah, doch, ich habe geblockt, aber die haben so unfassbar viel Ausdauer gezogen beim Blocken. Das war mein Problem, ich erinnere mich. Ich glaube, das hier durchgrinden wird nicht so spannend. Das sollte ich vielleicht offscreen vielleicht machen. Andererseits will ich auch den Klingring jetzt haben.
Wenn ich gleich durchrenne, in die Arena vom Dude gehe, vom Dragon Slayer. Ne, vom Dragon Rider, so. Und Dragon Slayer ist da drüben. Dann sollte ich ja eigentlich das Aggro verlieren von den Dudes. Okay, ich merke nur, das ist ein bisschen krass. Wir spawnen lieber direkt an dem Lagerfeuer. Ring of Binding, so. Short and Spellcasting, so ein Ding müsste ich natürlich auch mal ausrüsten. Und das Ding reduziert unsere... Also wie viel Gesundheit wir verlieren, wenn wir sterben. Also wie viel maximal Gesundheit wir verlieren. Auch einer der besten Ringe überhaupt, der eigentlich erst sehr spät irrelevant wird. Eins möchte ich gerade wissen. Nein, nicht. Okay, das muss ich irgendwann anders nachgucken. Ich frage mich nur gerade, was nötig ist, damit ich den zweiten Slot kriege, damit ich möglichst halt meinen Fernkampfangriff und Magic Spear gleichzeitig ausrüsten kann. So, wollen wir es schon riskieren mit Pursuer? Ich meine, Pursuer ist an sich nicht schwer. Er ist halt mehr praktisch die Zwischenprüfung, ob man
gelernt hat, zu parieren bzw. auszuweichen. Aber ich kämpfe allzu selten gegen ihn. So, zweiter Slot. Komm, wir riskieren's. Wo ist es da? Danach können wir nämlich auch zu Macduff. Dann können wir jetzt den Estus-Splitter da holen. Und haben halt generell Zugang zu Macduff, was auch hilfreich ist. So, hier haut das einfach richtig rein mit Magic Spear. So, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht an dich ran, ne? Ja. Das ist okay. Wir töten ihn trotzdem in 4 Treffern. Warte, wir warten gerade, bis das vorbei ist. Warte, wir können es vorher refreshen, das ist okay. Boah, das war knapp. Telegrafiert er sehr gut. Oh, fuck. Der blaue Angriff ist scary. Okay, ja. Man sieht, seine Angriffe sind nicht mega unvorhersehbar. Meine Hände schwitzen aber gerade trotzdem wie blöd.
Einfach weil ich weiß, dass ich nur diesen einen Versuch habe, wenn ich es beim... wenn ich es hier machen will. Ha! Ka-ching! Und jetzt wachen die natürlich alle auf. Die haben alle brav gewartet, weil sie auch Angst vor Pursuer haben wahrscheinlich. Na gut, wahrscheinlich war der Pursuer auch das, was sie getötet hat. Keine Ahnung. Ja, es bringt ein bisschen was, aber ganz ehrlich. Ich glaube, das Ding machen wir weg gegen den Lorn Free Ring, weil Ausdauer ist einfach so ein Problem in diesem Spiel. On the cheap for you, mhm. Ja, Kellyan kommt hier hin, genau. Magic Weapon, Great Magic Weapon wäre natürlich schon mal ein Upgrade für das, was wir im Moment haben. Wobei halt unsere spätere Waffe das nicht unterstützen wird. Wobei wir wahrscheinlich... Das Ding ist, ich glaube, dieses Mal müssen wir nicht unseren normalen Speer opfern, um den Drachentöter-Speer zu kriegen. Von daher ist das eigentlich voll okay. Lost Bastille... Ach, warte, nee, nicht Lost Bastille. Wir wollen zu Lost Bastille, aber von der anderen Seite aus. Die Stelle, wo Kale uns in die Falle schickt, sollten wir vielleicht auch noch machen. Dazu sollten wir jetzt eigentlich auch stark genug sein. WTF, was war das denn? So, hier würden wir Pursuer normalerweise bekämpfen.
So, Random Bird weiß einfach mal, wo wir hin müssen. So, Dal Ember. So, Lucatiel Lucatiel steht schon wieder hier rum. So, ein alter Schlüssel. So, ich glaube, wenn wir den Weg da folgen, dann kommen wir zu den Gargoyles. Mit denen wir uns hier aber noch nicht befassen müssen. Und tot. Ach echt jetzt? Irgendwie habe ich heute kein Glück mit den Fässern und mit den Explosionen. Mal gucken, ob das hilft. Wenigstens das. Was hast du an Material für uns? Okay, ab hier können wir Large Titanite Shards kaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Be
Das heißt, plus 6er Upgrades sind nur noch eine Sache von Grinding. Wir bedienen uns einfach mal. Large Titanite Shard. So, wir müssen einmal reisen und dann wieder kommen, damit MacDuff sich bewegt. Weil die Kiste hat nämlich oder müsste den Estus Shard enthalten. Oder auch nicht. Hä? Was? Ah, okay, es ist in der Metal Chest, aber nicht hier, sondern in der Nähe. Konnte man das hier nicht auch irgendwie aufsprengen? Ach, nee, okay. Okay, nee, das kriegen wir erst, wenn wir Lost Bastille noch ein bisschen weiter erkunden. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas? Ja, wir können noch gucken, was Kale da für uns hat. Ich glaube, in dem Bereich war nichts. Ich glaube, das war der Trick an dem Ganzen. Ja, das war nicht Kale, das war Pate. So, und Kale war bei der Karte. Okay, er sagt nichts dazu. Aromatic Ooze. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Irgendwas konnte man, glaube ich, damit machen, aber ich weiß nicht mehr was. Hallo. Ich wollte schon sagen, geh bitte kaputt.
Kommt man darüber oder muss ich von der Seite, wo der tote Riese ist, kommen? Ja, anscheinend, ne? Well, I hope that brave warrior. Be careful out there. There's... Oh. It allows undead to cook with luck. Well. Das Ding ist, ich muss im Offline-Modus spielen, weil die Server sowieso kaputt sind und abgesehen davon würde ich das hier auch wahrscheinlich eher im Offline-Modus machen. So, was hast du? Armbrust. Uninteressant für uns. Na. Au. Der konnte einfach parieren. Ich glaube, das war ein Morgenstern und... Ein Helm, also alles total uninteressant, aber da oben war noch was. Meine ich. Ich meine, ich hätte davon noch was gesehen, als ich den Sprung nicht geschafft habe. Genau. Okay. Nicht weltbewegend, aber trotzdem nützlich. Gibt es noch irgendwas an tief hängenden Früchten, was wir machen können? Im Moment würde ich eigentlich glatt sagen nein. Weil für Lost Bastille will ich mir Zeit nehmen. Das hier möchte ich eigentlich vorher die Gegner ein bisschen klären, dass wir nicht stundenlang damit verbringen. Ja, ansonsten danke ich fürs dabei sein. Ich guck mal, was ich hier draus schon mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 mit Undyne aus Undertale. Bis dahin.